Hallo Grillfreunde, herzlich willkommen bei mir im Garten. Heute machen wir diesen leckeren Blue Cheese Burger und wie wir die machen, zeigen wir euch heute im Video. Für unseren Blue Cheese Burger brauchen wir natürlich jetzt ein paar Zutaten. In allerletzter Linie natürlich erstmal ein bisschen Fleisch. Dazu habe ich hier Beef Patties bei Your Beef bestellt. Den Link dazu packen wir euch natürlich unten in die Infobox rein. Dann haben wir hier den Blue Cheese Dip, den wir letzte Woche gemacht haben. Sprich, am Sonntag habt ihr das gesehen. Den nehmen wir dazu. Dann habe ich hier noch ein bisschen normalen Käse. Das ist hier Bergkäse. Röstzwiebeln, Tomate, Gurke und ein bisschen Bacon. Und natürlich ein paar Buns. Das sind hier Focaccia Buns. Die haben also ein bisschen Kräuter. Das Ganze werde ich jetzt gleich auf meinem Grill angrillen. Ich habe hier schon die eiserne Grillplatte drauf, oder ist schon Alu, glaube ich. Da werde ich alles schön angrillen, den Bacon fertig machen, hinterher zusammenbauen, ein bisschen Senf, ein bisschen von meiner scharfen Soße drauf machen und das wird richtig gut. Unsere Buns werde ich gleich natürlich noch anrösten, aber vorher streiche ich ja immer Mayonnaise oder sowas drauf und ich nehme hier so eine schöne Burgersoße, ganz dünn draufgelegt und dann wird das mit angeröstet. Schmeckt super. Hier sind jetzt unsere fertigen Burger und die sehen ja wohl absolut klasse aus. Ich freue mich schon sehr darauf, die jetzt zu verknuspern. Ich möchte mich bedanken fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr das nachmacht und dann schreibt mir ruhig in die Kommentare, wie ihr es fandet und auch, was ihr vielleicht in Zukunft sehen wollt. Und nicht vergessen, ich bin auch bei Instagram, guckt da ruhig mal nach, da findet ihr dann viele Bilder, auch von den Sachen, die wir jetzt hier quasi schon immer gemacht haben. Ja? Alles Gute, bis bald, euer Olli.